So, auf meiner linken Seite habe ich eine bezaubernde Lügnerin. Hä? Ja. Hast du mich jetzt hier gerade als Lügnerin? Ja, die Szene redet darüber schon. Die Szene, in der du bist. Die Szene, in der ich bin? Welche Szene bin ich denn? Köln hat eine sehr aktive Techno-Open-Air-Szene. Ach so. Heute spielen wir mal Lügnig. Und ich muss ganz kurz sagen, ich bin super froh und auch voll auch aufgeregt, dass du jetzt heute hier als Gast dabei bist, weil du warst eigentlich immer Thema bei diesen Lügnig-Videos. Ja, in jedem Scheiß-Video, wirklich. Ich habe in meine Abo-Box geguckt und immer war ich auf irgendeinem komischen Thumbnail mit irgendeinem komischen Satz und meine Füße waren auch oft dabei. Genau. Ja, jetzt sitze ich selber aber, hier. Ja, nicht nur du bist hier, sondern auch deine Füße. Was? Und deswegen ist es eine große Ehre, dich heute hier willkommen zu heißen. Das ist wirklich. Stimmt. Ich hätte nein sagen sollen. Ich will auch gar nicht lange reden. Aber wir haben jetzt den Finn Nitz wieder hier bei Eternal God rausgebracht. Super kuscheliger, weicher Oversize-Sweater, aber im Nitz-Style. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben eine neue Homepage. Eine ganz neue Homepage für eine ganz neue Shop-Experience. Nee. Lassen Sie sich nicht stören, ne? Streitet euch komplett hier einfach. Ich höre nur gerade meine Webseite, sehr gut, danke. Sehr gut, sehr gut. Es gibt jetzt auch neue Zahlungsmöglichkeiten, Klarna, Google Play und so weiter. Und ja, ich komme hier total unvorbereitet rein und stehle eure Zeit. Aber eigentlich wollte ich nur sagen, diese Webseite sieht so nice aus, da kommen noch so viele Sachen dazu. Wir werden da noch die Character Stories einpflegen, wir werden da die ganze Zeit jetzt die nächsten Monate an dieser Webseite bauen, damit die noch geiler und fresher wird. Schaut gerne in unserem neuen Shop vorbei, gebt uns auch gerne Feedback, vielleicht auch direkt bei Instagram, Eternal God. So, und dann jetzt geht's weiter mit dem Video. Wirklich, das war die wackeste Zwischenmodelle, die ich hier. Bereit, zurückzugeben, was mir gehört? Schnell weg hier! Sind wir bereit? Ey, das steht ja auch gut hier. So, mach mal so. Ein Choker. Ein Choker. Ja, aber so ein Choker, der so verbunden ist. Du willst mich jetzt hier wieder gerade in irgendeinen. Da wird doch irgendein Fetisch-Edit von gemacht nachher, wenn Nein. ich mir das jetzt so. Nein. Überhaupt nicht. Zu spät. Nein, ich. Was sagst du? Was redest du denn da? Nee, es ist wirklich absolut weit hergeholt, ich weiß. Julia, wie gesagt, wir machen heute Lügen nicht. Und ich darf nicht lügen? Du darfst nicht lügen und die Sache ist, wir dürfen nicht vergessen, dass diese Dinger hier auch nur geliehen sind von der CIA. Ach so, ja. Und die sind schon sehr legitim. Legitim? Ja. Was? Keine Ahnung, ich wollte irgendein Wort sagen, aber die sind schon sehr akkurat. Ach so, akkurat. Akkurat, also die ja. funktionieren auch richtig. Die funktionieren richtig. Also ich muss mir wirklich überlegen, nicht zu lügen, weil das wäre sonst... Kam auch so automatisch einfach mit. Die Zunge kam, ne? Automatisch. Immer wenn man mir eine Brille anzieht, dann kommt meine Zunge raus. Wir fangen aber direkt mal an mit den ersten Fragen. Wir wollen ja gar keine Zeit verschwenden. Okay. Wir wissen, wie busy du bist. Nein, Spaß. Ey, ich laber so viel Scheiße. Unter der Dusche pinkeln. Eine große Freude oder unangenehm? Hä? Warum soll ich denn da lügen? Entspannt. Also ein Ja. Ja, mach ich andauernd. Hä? Weil du noch mehr tust unter der Dusche. Ja. Shit. Ich kacke auch. Okay, krass. Ja, Julia, hätte ich nicht gedacht. Ey, das fängt schon ganz gut an hier. So. Also definitiv verlässt da auch manchmal ein bisschen Urin meinen Körper, wenn ich unter der Dusche bin. Das ist fein. Zum Beispiel, ja, auch ein bisschen mehr. Aber, ey, guck mal. Aber, auch ein bisschen aber Kacke. Aber so verbinden sich auch Hobbys. Aber die Sache ist, wie ist das, wenn ich jetzt bei dir duschen würde? Und du in meine Dusche pinkelst, ob ich das entspannt fände? Ja. Also pinkeln wäre fein, kacken weiß ich nicht, weil ich habe eigentlich nicht... Das fände ich auch nicht gut. Das wäre, das musst du nicht. Nee, muss ich nicht. Aber pinkeln wäre okay, das wäre okay. In der Dusche pinkeln. Ja, das darfst du. Du darfst nämlich auch bei mir... In die Dusche pinkeln? Ja, darfst du auch. Ich habe gerade über die Badewanne vielleicht... Ja, doch, da auch. In deine Badewanne dürfte ich auch pinkeln, auch wenn ich nicht bade, so einfach so? Warte. Ja. Cool. Boundaries werden aufgehoben. Ja, aufgehoben auf jeden Fall. Ja, schön. Toll. Okay, seid ihr eigentlich zufrieden mit eurem Booty? Ja, mehr als das. Mit unserem... Hä? Ich habe schon... Soll ich jetzt sagen, ob ich mit Juice Booty zufrieden bin? Nee. Ich zeige jetzt meinen nicht in die Cam. Nee, das Sorry. Sollst du auch nicht machen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Aber guck mal, meiner. Ja, ich glaube, ich wär zufrieden. Bin auch paar zufrieden. Squats kannst du noch machen, aber so grundsätzlich wäre ich zufrieden an deiner Stelle. Ja, ja. Ich bin zufrieden mit meinem Booty. Schön. Ja, voll toll, dass du so im Reinen mit dir selber bist. Genau, ich bin im Reinen mit mir selber. Das ist wirklich einfach total toll. Ich bin zufrieden mit meinem Booty. Schön. Schön. Das ist wirklich toll. Dass wir glücklich sind. Wir sind happy mit uns, unseren Ärschen.
Genau. So, ja, nächste toll. Frage. Seid ihr dankbar für das, was eure Zuschauer euch ermöglichen? Hä? Ja. Ja. Ja, sehr. Siehst du? Bin ich. Jetzt wird's interessant. Ich bin mir sicher, das Ding sagt nein. Deswegen gehe ich jetzt mal mit dem Flow, mit der Elektrodendynamik und sage nein. Aber meine ja. Mhm. Ja. Glück gehabt. Glück gehabt. Oha. So. Ich will nicht, dass du meine Comedy küsst. Aber ich will. Ja? Uff. Verkaufe ich ja. eBay Kleinanzeigen. Wir sehen uns dort. Okay, Freunde, weiter geht's. Wie findet ihr Rezos Muttermilch? Support ich ihn, definitiv. Supporte, ich finde es cool, dass er da so offen drüber redet und dass er das halt auch so eingesteht, dass er da super embryonal, nackt auch mal tasten möchte. Ehrlichkeit. Ist einer seiner entspannteren Kings, würde ich sagen. Deswegen alles in Ordnung. Mhm, ja, guck mal, wir supporten Rezo einfach. Ja, einfach nett. Voll, ja, diese so Geräte haben immer recht, toll. Immer recht. Ich finde, ihr solltet das ihm jetzt auch in der Öffentlichkeit zeigen, in einer Story. Auf Juice-Account. Einfach nur, wir supporten Rezos Muttermilch-King. Okay, einfach so gleichzeitig sagen, okay. Wir supporten Rezos Muttermilch-King. Wir supporten Rezos Muttermilch-King. Das war perfekt synchron. Wir supporten Rezos Muttermilch-King. Wir supporten Rezos Muttermilch-King. Das ist fast schon wie so eine... wie so ein Sekten-Ding, wenn das jetzt so immer wieder kommt, weißt du? Wäre lustig, wenn es immer mehr Leute machen würden. Ja. Du musst das eigentlich auf TikTok hochladen, dann können die Leute so... Duetten. Duetten? Ja, oh mein Gott, wir müssen so eine Duettkette machen. Okay, Leute, ihr müsst alle ein Duett machen. Aber so eine Kette. Also immer bei einem anderen Duett, dass es ganz, ganz viele das Stimmen alle werden. Alle synchron sagen, ja. Aber ja, das ist das strong. Das ist so strong. Der wird sich so freuen. Er wird sich richtig freuen. Mega so viel freuen. Support, voll schön. Voll schön. Der Stream hat gerade angefangen. Der Stream hat gerade angefangen. Das ist das erste Video, was wir gucken. Und jetzt ist sowas. War mal eine Hingung. Ich hab's kaputt gemacht. Oh. Nächste Frage. Schon mal etwas mit einer vergebenen Person gehabt? Bewusst oder unbewusst? Bewusst. Bewusst. Warte, ich lebe auch schon ein bisschen länger auf diesem Planeten. Habe ich da auch was? Musst du echt überlegen? Ja. Nö. Nein! Aua! Da müssen wir aber auch nochmal in deinen Wertekompass gucken, irgendwie, ne? Also so ein bisschen schauen, ich hatte eine wo du da Zeit. Falsch abgedriftet bist. Ich hatte weil eine das ist eigentlich. Zeit, ja. Ja, wie lange ist die so her? Das ist, das war, glaube ich, das? Damals hier an dieser Kreuzung da drüben. 9, 8 Jahre her. Ja. Ja, und da hast du dann halt einfach so ein Pärchen getroffen und dir einen Part genau. davon weggezogen, genau. kurz mit dem rumgemacht und bist dann weitergegangen. Ja. Was du halt so casual machst, aber das ist doch das immer war noch so ein Ding von dir. So ein Moment, weil du kennst ja so Pärchen, die sind in der Öffentlichkeit und die machen dann immer so, knutschen immer so rum und dann ja. dachte ich so, boah, nicht schon wieder, das nervt mich jetzt. Ja, das verstehe ich auch. Und dann habe ich die Person weggeschubst während dem Kiss, den sie hatten, und habe mich da so hingestellt und habe dann quasi mit ihr geküsst so. Und sie hat es nicht gemerkt, weil die Augen waren zu so. Und ja, das war das eine Mal, aber ich glaube, dem kann man auch verzeihen. Ja, das ist okay. Hast du die andere Person danach dann wieder dahingestellt, sodass sie gar nicht weiß, dass es passiert ist? Genau, die hat nie was gecheckt. Ach so. Währenddessen, ja gut, wenn beide das nicht wissen. Niemand hat jemals mich gesehen. Sehr gut. Ich existiere gar nicht in deren Welt. Ich habe eine Frage überlesen, und zwar Frage Nummer 5. Nehmen wir mal an, Julia wäre schwanger und Julien würde ihre Muttermilch trinken. Oh. Wäre das okay für euch beide? Alter. Was? Frage ist ja nur. Also, in der Situation ist es so, ich bin schwanger. Hä? Aber ich. Hat man Mutter. Kriegt man das schon, wenn man schwanger ist? Ich habe gerade ein Kind gekriegt. Das macht ja keinen Sinn. Okay, ich habe gerade ein Kind. Ich habe Muttermilch in mir drin. Und die Situation ist folgende: Du kommst auf mich zu und sagst, hey, Julia, ich. So ein Ding. Ich würde voll gerne mal Muttermilch probieren, weil Rezo sagt immer, wie geil das ist, aber ich kenne halt keine Mütter und wir verstehen uns doch so gut. Würdest du, darf ich mal ziehen? Darf ich mal ziehen? Alter. Scheiße. Oder wie ist das jetzt gemeint? Ja, anscheinend. Ne? Ja, ziehen oder abfüllen. Ach, abfüllen oder? Geht auch. Okay, ja.
Du antwortest nee, du, du antwortest zuerst. Nee, ganz ehrlich, wir antworten gleichzeitig. Okay. 3, 2, 1. Abgefüllt, ja. Oha. Ich will nicht. Ich würde es dir anbieten. Aber ich will doch. Ich will deine Milch, aber... Aber auf welche Art und Weise? Ach so, vielleicht nicht abgefüllt. Nicht abgefüllt, ach so. Ja, darüber müssen wir nochmal... nee, fein, also, ja, okay. Ist die kalt? Was? Ja, stimmt, die wird kalt. Muss sie warm sein? Lass gern nochmal ein anderes Mal darüber reden. Du willst doch eh nicht, also alles cool. Ich frage Rezo, ob er möchte. Okay, passt schon. Okay. Ich krieg schon einen Abnehmer dafür. Heute schauen wir uns die 10 heftigsten eBay-Auktionen an. Diese Fragen, Alter. Nächste Frage. Wart ihr mal betrunken oder auf was anderem bei einem Videodreh, aber habt das nicht kommuniziert im Video? Ja, du immer, oder nicht? Immer? Ja. Jedes Mal. Nicht jedes Mal. Nicht jedes sehr Mal, aber oft, fast. Sehr oft. Das ist auch ein bisschen nervig. Ich habe auch schon mit Julia gesprochen. So, ey, komm nicht immer betrunken zum Set. Aber es fällt mir halt schwer. Ich sage. Ich kann eigentlich ja. ohne. Du kannst nicht ohne. Ja, aber das Leben ist auch grausam. Ich habe gesagt, ja. Nee, scheiße, aber ich wollte cool sein. Oh Mann, das ist so uncool. Ich bin super nüchtern. Weil du keine Drogen genommen hast. Nee, gar nicht. Ich, das ist total uncool. Nee, gar nicht. Wirklich. Scheiße, Mann. Ja, da kann ich jetzt auch nicht weiter mit dir drehen, ehrlich gesagt, weil da habe ich keinen Bock drauf auf so uncoole Person. Intim, Tattoo oder Piercing? Ja oder nein? Ja, wir kennen die Antwort. Ja, oder? Denkst du? Warum kennst du die Antwort? Hä? Nee, hab ich rausgenommen jetzt. Also jetzt. Ja. Mann, ich dachte, ich kann cool wirken jetzt. Scheiße. Unangenehm, ja. Du bist Mann. So clean. Fuck. Clean as fuck. Ach Mann. Auch im Intimbereich, Aber ich habe Pläne. Du hast Pläne im Intimbereich. Viele Pläne. Okay. Ja, ich habe große Pläne. Okay, und du? Im Intimbereich. Über die weiß man es ja eigentlich. Nein. Ja. Können wir zusammen zum Piercer gehen? Ja, können wir machen. So ein, wir piercen uns gegenseitig. Ja, bitte. Finde ich gut. Machen wollt ihr sehen? Können wir auch einen Vlog von machen? Wir haben so eine geile Roadmap schon. Ja, voll schön. Krass, fesseln. Ah, das kennt ihr gar nicht. Das kennt ihr nur, wenn ihr Julias Video gesehen habt. Ja, genau. Intimbereich, Tattoo, Fliegen. Unsere Reise wird noch intensiv. Merke ich. Merke ich auch. Schön. Hauptsache Kamera ist dabei, Leute. Ja, safe. Nächste Frage. Frag. Findet ihr Rezo anziehend? Ja, ist ein hübscher Kerl auf jeden Fall, definitiv. Ja, ist ein süßer Mann. Ja, scheiße. Ist jetzt doof, ne? Ist jetzt ein bisschen doof. Ja, nee, Alter, fuck mich auch mega ab, wie der aussieht mit diesen blauen Haaren. Scheiße, was hast du denn gegen ihn? Ey, ich bin nicht ehrlich zu ihm, scheiße, es sind diese Haare. Das sind diese Haare. Ich krieg auch die ganze Zeit irgendwelche Fotos und Videos zugeschickt von irgendwelchen anderen Leuten, die blaue Haare haben und alle sagen, guck mal, ist Rezo. Und du findest es richtig ekelhaft auch, ne? Nee, ich find's so lustig, weil repost es einfach immer. Ah. Ja, okay, also, aber, ja gut. Aber es hat nichts mit dieser Frage zu tun. Nee. Okay, ich muss, glaube ich, echt, weiß nicht, Paartherapie mit Rezo machen. Kannst ich du vielleicht auch. Kann man da ein Video? Das ist ein Video. Ich bin die Therapeutin. Du bist die Therapeutin. Ich bin die Therapeutin. Aber als Bella Beautix. Warum? Also nicht. Nur so einfach. Also, okay, doch, ja, ist fein. Okay, nächste Frage. Julia, würdest. Wieso nur ich? Julia, würdest du für 1 Million Euro den Kontakt zu Ju beenden? Nein, beziehungsweise würdest du Ju den Kontakt zu Julia abbrechen für 1 Million? Ey, für immer und ewig. Gib mir 100.000. Ich mach auch so. Nein, würde ich nicht machen. Für 2 Millionen? Aber es ging ja um 1 Million. Würde ich nicht machen. Dir ist mir nichts mehr. Eiskalt. Wo krieg ich das Geld? Wo kann ich es abholen? Oha, Mann, du brichst gerade mein Herz. Ja, weißt du warum? Weißt du, guck mal, so fies warst du jetzt. Ich würde es auch machen jetzt. Ich wollte eigentlich Nein sagen. Aber ich wollte Nein gesagt. Ja, aber du hast gelogen. Ich wollte legit Nein sagen, weil ich auch ehrlich gemeint habe, nee, du bist mir wichtig. So. Aber ich wollte das Geld interessiert mich nicht. Dann die Freundschaft zu dir ist mir wichtiger als das Geld. Und dann sagst du das und lügst mir auch noch frech ins Gesicht. Weißt du, nee, dann bin ich jetzt auch so. Dann nehme ich jetzt auch das Geld. Ja. Siehst du, Sie nimmt wirklich das Geld. Ja, du hast mich verletzt.
Das lag nur daran jetzt gerade. Ja, sonst aber, hätte ich nicht, ich schwöre, aber du hast jetzt gerade wirklich einiges kaputt gemacht, muss boah, ich sagen. Boah, ist ja scheiße. Ich komme hier nicht mehr raus. Nee, kommst du auch nicht. Hier komme ich nie wieder raus. Ich bin auch traurig gerade, ehrlich. aber immerhin bin ich jetzt reich. Ist auch gut. Aber ich bin auch reich. Wir sind beide. Das ist die Sache. Je reicher man ist, desto trauriger ist man, sagt man doch immer. Sagt niemand. Scheiße. Jetzt tut mir mega leid. Oh mein Gott. Kann ich für 2 Millionen diese Freundschaft wieder retten? Mit Geld. Wenn du mir 2 Millionen gibst. Ey, du bist so käuflich, ne? Ey, ich bin nicht, gar nicht cool. Nee, da will ich gar nicht mit dir befreundet sein. Ja, wir können jetzt weiterspielen, aber ich rede halt nicht mehr mit Ju. Okay. Mögt ihr eure gemeinsame Arbeit an unseren Hauptvideos, wie zum Beispiel das neue Mann im Mond-Video, das ihr an dieser Stelle auch gerne nochmal alle komplett durchlaufen lassen könnt? Das würde uns nämlich sehr helfen. Müsst auch nicht gucken. Lasst es einfach einmal am Stück durchlaufen. Danke. Also ich hätte gesagt ja, aber durch die Situation, die gerade entstanden ist, muss ich sagen, bin ich eigentlich nicht mehr dazu bereit auch. Ja. Verstehe ich jetzt nicht, wenn dir unsere Freundschaft eigentlich doch so wenig wert war? Ah, ist Arbeit, ne? Der Klicks im Spiel. Der Klicks, ist ja was anderes. Ursprünglich ja. Boah! Kannst du der Julia ja, bitte sagen, dass ich schwer enttäuscht bin von ihr? Du hörst doch von meinem Management. Ja, dann hau mal raus hier. Habt ihr mal in einem kleinen Raum gepupt und die Schuld dann auf eine andere Person geschoben? Auf die andere Person? Nee, ohne Witz, nein. Ganz ehrlich, wenn ich furze, dann sage ich ganz klar, Leute, sorry, ich habe gefurzt. Mhm. So bin ich. Mittlerweile tue ich das auch, aber es gab andere Zeiten. Ich habe es schon mal gemacht. Ah ja, okay, als kleines Kind vielleicht. Früher war ich nicht so offen. Hab mich auch geschämt noch. Ja? Mhm. Nee. Also ich sag ganz klar, das Ding hat meinen Arsch verlassen. Siehst du? Ehrlichkeit. Mittlerweile ja, früher nein. Ja, wir legit. Sind ehrliche Leute. Ja. Hast du gerade gefurzt, weil es stinkt echt? Nee, habe ich nicht. Echt, ja? Ich wollte dich dasselbe fragen. Hm. Wer war es, Thomas? Thomas, hä, sicher? Mach das nicht, wenn andere dabei sind. Ja, okay, einer lügt. Scheiße. Ich glaube, es ist einfach dein Parfum. Oh. Schwere Frage. Ihr müsst euch entscheiden, lieber den eigenen Finger in die Kiste stecken oder einen anderen Finger in die Kiste gesteckt bekommen. Also ob ich lieber einen Finger da reinstecke oder einen Finger reingesteckt bekomme? Ja. Lieber stecke ich rein? Was ist das für Frage? Ey, bei mir ist aber auch immer nein. Das war jetzt die ganze Zeit nein. Ganz ehrlich, das ist doch eine Lüge hier. Das ist eine Verschwörung gegen mich. Ist doch in Ordnung, wenn du da Bock drauf hast. Ist in Ordnung. Nein, ich bin auch voll fein damit. Da kann mir jemand was auch. Jemand. Ja, ich habe kein Problem damit. Die Maschine sagt es auch so. Die gibt es auch nochmal zu. Alles cool. Ich bin fein damit. Gut. Gut. Und du? Lieber tun als gekriegt. Lieber reinstecken. Oh, da hat aber ein bisschen gezweifelt. Ey, bei dir ist auch immer grüner, ich glaub's nicht. Ja, ich lüge ja auch nicht. Ja, vielleicht sollte ich mir echt Gedanken machen. Ja. So, letzte Frage. Hat euch dieses Video Spaß gemacht? Ich hoffe doch, Klammer auf, Zwinker, Smiley, Klammer zu. Nö. Ja, cool. Ja, jetzt wunderbar. Dann können wir an der Stelle das Video auch einfach beenden, nee, oder? Nee, ich sag. Ach so. Nö. Boah, ihr macht das Spaß. Die ganze Zeit dieses Kalküle. Hä, was für ein Kalkül denn? Ich hab dir meine Muttermilch angeboten, Mann. Ja, aber ich will die nicht abgefüllt. Okay. So, Freunde, ey, dieses, weiß nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch einfach nicht mehr. Das war irgendwie auch mit deinem Video, jetzt mit diesem Video. Das war alles so ein bisschen zu viel. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube. Ich glaube, ich nehme die Million. Das war's mit dem Video. Ich glaube, ihr seht auch, dass man nicht immer alles nachmachen sollte, wie zum Beispiel auch so ein Format. Das kann halt auch Menschen trennen voneinander, wie es ja auch hier jetzt gerade der Fall ist oder war. Ja. An der Stelle entschuldige ich mich für alle Leute, die auch da irgendwie auch mit einem schlechten Vibe rausgegangen sind jetzt. Mhm. Lasst gerne mal vielleicht ein Like da. Nein, ihr leider nicht. Genau, weil nur noch Likes auf diesem Video könnten die Freundschaft retten. Aber ey, wie gesagt, wenn euch die Freundschaft nichts wert ist, dann ist es auch okay, wenn ihr da irgendwie sofort seid, einen Finger aufs Like zu setzen. Weiß nicht, ob das noch was nützt. War eine nette Zeit mit dir. Junge! Du hast gerade wirklich drauf angelegt. Ja, jetzt prügeln wir uns.